Sowieso, gibt sowieso viel mehr, die gemacht haben, als man eigentlich ahnt. Es stimmt doch, sie haben ja mit ja, es ihm stimmt, gedreht. gut. So Dabei gesehen, bleiben ich weiß nicht, ist nicht mein Geschmack, sowas, nee. Oh, Naja. kann ich verstehen. Wenn es ein Fabelwesen gäbe, das Hasenfratz hieße, wie würden Sie das beschreiben? Das Wesen? Jetzt kann ich mir noch ein bisschen mehr darunter vorstellen. Mit Zusammenarbeit mit Sonja Kirchberger. Wie war Ja, das ist eine tolle Frau. Wir sind inzwischen schon wieder beim Rotlichtmilieu, beim König von St. Pauli. Da haben ja auch richtige Zuhälter und Damen des Gewerbes Ja, mitgespielt, ja, ne? ja, ja. Wie war denn das so für Sie? Also ich bin da eigentlich relativ vorurteilsfrei rangegangen. Das hat sich auch bestätigt, dass es gar nicht nötig war. Ich habe also ganz wunderbare Frauen. Eine Schlägerei auf der Herbertstraße. Eine Szene im zweiten Teil war das wirklich. Aber es ging dann so turbulent zu, dass. Der Robert Kranzow im König von St. Pauli war ja ein schüchterner, so zurückgenommener. Tacheles, hier, ja, das muss jetzt klappen. Ich fände das uninteressant, ja. Wieso, wenn der Papagei humpelt? Ja, gut, es tut mir auch wirklich herzlich. Oliver Hasenfratz, wie sieht denn die jetzige berufliche Situation aus? Wie geht's weiter? Man muss als Schauspieler auch das Leben leben, ja, ein Teil des.